Heute bin ich in der Landesgartenschau in Höxter. Über das Schloss Corvey kommt man zum Eingang Remtergarten. Das Schloss Corvey wird bewohnt von der Familie Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey. Hinter dem Torbogen beginnt die Landesgartenschau. An der Kasse bzw. am Eingang bekommen Sie diesen Übersichtsplan. Wer behindert ist, kann sich E-Mobil, Rollstuhl oder Rollator buchen, kostenlos, aber 3 Tage vorher anmelden. Die Gartenschau besteht aus 5 Parkteilen: Wall, Weserlandschaft, Weserscholle, Weserbogen und Remtergarten. Der Remtergarten lebt im Schutz hoher Schlossmauern. Im Apothekengarten wachsen Heilkräuter und Arzneipflanzen. Natürlich auch schöne zeitlich wechselnde Blumenbeete. Das 31 Hektar große Gelände ist geprägt von voller Blumenpracht und Gartenkunst. Auf der Gartenschau gibt es 5 Gastronomiebetriebe, vom Imbiss bis zur Großgastronomie. Die blauen Schafherden sind des Öfteren zu sehen. Wegweiser sind gut sichtbar angebracht. Die Gartenschau ist in Themen aufgeteilt. Hier ein Thema von der Landwirtschaft. Praktisch ein Informationszentrum über die Landwirtschaft hier im Kreis Höxter. Schulklassen und Besucher werden über die Bedeutung der Landwirtschaft aufgeklärt. Die Landwirtschaft ist wichtig und wird hier gelebt. Maschinen und Felder werden hier bearbeitet und auch geerntet. Die Landfrauen von Höxter haben sich die Bienen auf lustige Art zum Thema gemacht. Wir sind von den Landfrauen aus dem Kreis Höxter und wir basteln im Rahmen des bunten Klassenzimmers aus alten Mülltüten neue Vogelhäuser, sodass der Müll ein zweites Leben bekommt. Das ist die Abteilung Verkaufsstände. Hier können Sie vieles Nützliche kaufen. Ja, es ist eine Reibe für alle Zutaten aus der Küche. Zum Beispiel Muskatnuss als härteste Zutat, die wir so in der Küche haben. Einen kleinen Pinsel gibt es immer von uns dabei und damit kriegt man das alles fein zusammengepinselt. Und dann eben ab aufs Kartoffelpüree, zum Spargel oder je nachdem, wo man es gerne hätte. Die Baumschule und das bunte Klassenzimmer ist der außerschulische Lernort mit mehr als 170 Kursen. Die Imker haben auch ihren Platz bekommen. Alles selber aufgebaut und betreut wird das ehrenamtlich. In diesem Wildbienenhotel wird den Wildbienen und den Insekten werden verschiedene Nistmöglichkeiten bzw. Röhren angeboten. Entweder aus Holz, aus Stroh oder aus Riedgras oder aus Stein, damit die verschiedenen Insektenarten, Wildbienenarten in verschiedener Größe auch die richtige Größe für ihr Nest bzw. für ihre Niströhre vorfinden können. Das ist die Honigbiene hier auf dem Bienenstand oder in dem Bienengarten hier auf der Landesgartenschau. Und diesen Kasten hat uns ein Imkerkollege hingestellt, damit wir den Schulklassen und den interessierten Menschen, Leuten hier einfach was über Bienen erzählen können. Der Holzsteg geht rund um den Archäologiepark. Hier im Erdreich schlummert ein mittelalterlicher Grundriss der Stadt Corvey. Diese Holzwürfel erzählen Geschichten aus dieser Zeit. Die Blumenhalle. Hier werden im Wechsel Dekorationen
und Blumenkunst gezeigt. Das nächste Thema sind die Orchideen. Es gibt 3 Spielplätze auf der Landesgartenschau. Der Bootshafen an der Weser. Das Shuttle-Schiff pendelt in Richtung Höxter und Corvey. Dieser Weg führt entlang der Weser bis zum Remtergarten. Es gibt übrigens nicht nur blaue Schafe. Naturgartenforum, sehr schön angelegt. Auch die Kleingärtner haben hier ihren Platz. Nun habe ich Hunger. In der Nähe vom Weserbogen ist ein schönes Lokal. Reichlich Platz für viele Gäste und das Essen war auch gut. Nun bin ich auf dem Weg zur Weserscholle. Das wurde alles aus dem Fluss gefischt. Auch hier wieder schön angelegte Blumenbeete. Das wurde alles neu gestaltet. Die Weser mit Blick in Richtung Höxter und wieder die blauen Schafe. Und das Shuttle-Schiff und weitere schöne Blumenbeete. Der Bootshafen. Mit dem rasenden Weserwurm können Sie von Schloss Corvey bis Höxter fahren oder zurück oder mit dem Shuttle-Schiff. Gehen Sie zur Landesgartenschau nach Höxter. Sie werden begeistert sein. Auf Ihre Kommentare bin ich gespannt.